Seit 2005 stehen am Gipfel der Rattener Alm 10 Windkraftanlagen entlang des 1600 Meter hohen Bergkamms. Dieser wurde um 11 Anlagen mit je 85 Meter Nabenhöhen erweitert. Die zusätzlich installierte Leistung liegt beim Windpark Steinriggel 2 bei 25,3 Megawatt. Damit können insgesamt 24.000 Haushalte mit Ökostrom versorgt werden. Der Windpark Steinriggel ist somit der größte alpine Windpark Europas. Wie schon bei der Ersterrichtung war Prangl auch diesmal bei der Erweiterung des alpinen Windparks exklusiv dabei. Auch diesmal entwickelten die Experten von Prangl ein maßgeschneidertes Logistikkonzept. Zu Beginn standen die 154 Straßentransporte mit Transportlängen bis 40 Metern, Gesamtgewichten bis 125 Tonnen und maximalen Breiten bis 5 Meter von Deutschland zum Umschlagplatz im Ortskern von Ratten auf der Tagesordnung. Genauso spannend wie beim ersten Mal waren die Bergfahrten der beiden 500 Tonnen Teleskopkräne. Jeder der beiden Giganten brachte beim Anstieg 96 Tonnen auf die Waage. Dieses Gewicht musste erst einmal bergauf in Bewegung gesetzt werden. Aufgrund der vorherrschenden Straßenverhältnisse wurde den Kranfahrern höchste Konzentration abverlangt. Selbstverständlich wurden die achtachsigen, 19,3 Meter langen Großmaschinen nur bestens geschultem und routiniertem Fahrpersonal anvertraut. Millimeterarbeit und Feingefühl waren ebenso gefragt wie die jahrelange Erfahrung im Umgang mit derartigem Equipment. Eine Bergfahrt, teilweise auch im Rückwärtsgang, ist nun einmal kein Standardeinsatz für einen Mobilkran. Die Königsklasse des Projekts Steinriggel 2 war mit Sicherheit der Bergtransport der Anlagenkomponenten. Ein derartiges Unterfangen auf einer 17 Kilometer langen Bergstrecke ist nur mit einem hochprofessionellen Team zu bewerkstelligen. Neben dem Menschen ist natürlich auch hier die Qualität des Equipments von großer Bedeutung. Zwei Allradzugmaschinen, die phasenweise als Schub- und Zugkombination eingesetzt wurden, und zwei zehnachsige selbstfahrende Schwerlastmodule kamen zum Einsatz. Das Gesamtgewicht eines solchen Schwerlastmoduls, beladen mit einem Turmsegment, betrug knapp 120 Tonnen. Die absolute Besonderheit dieses Projekts war der Bergtransport der 35 Meter langen Rotorblätter. War dies bei der Ersterrichtung noch mit herkömmlichen Zugmaschinen möglich, musste diesmal auf ein weltweit einzigartiges und von Prangl mitentwickeltes Transportkonzept zurückgegriffen werden. Zuvor geglaubte Hindernisse wie Straßenlaternen oder Gebäudekanten waren auf einmal kein Problem mehr. Nur dank dieser Innovation war es möglich, die Gesamtlänge des Transportfahrzeuges inklusive Rotorblatt von 38 Meter auf 21 Meter zu reduzieren. Die international einzigartige Flügelkippvorrichtung ermöglicht es, Rotorblätter mit einer Steilstellung bis zu 60 Grad auf den Berg zu transportieren. Damit können Straßenbaumaßnahmen und Eingriffe in die Landschaft auf das nötigste Minimum reduziert werden. Da die Höhe nur in einigen Fällen der limitierende Faktor war, erlaubte es die Streckenführung, die Höhe des Rotorblatttransports von 4 Meter auf 34 Meter zu erhöhen. Was sich allen Beteiligten darbot, war das meisterhafte Zusammenspiel von Mensch und Maschine.
Aber auch bei der Errichtung der Windkraftanlagen wurde darauf geachtet, die Eingriffe in die Natur so weit wie möglich zu minimieren. Aus diesem Grund wurde bei 4 der 11 Windräder auf Einzelblattmontage gesetzt. Um eine möglichst rasche Errichtungszeit sicherzustellen, wurde am Berg mit 2 Kranteams gearbeitet. Jede Crew war mit einem 500-Tonnen-Teleskopkran, einem 130-Tonnen-Hilfskran und einem Teleskopstapler ausgerüstet. Um die Großgeräte möglichst zeiteffizient umstellen zu können, wurden zusätzlich noch 55 Tonnen Teleskopkräne und mehrere Sattelfahrzeuge eingesetzt. Die Mitplanung seitens Prangl begann bereits 5 Jahre vor dem eigentlichen Projektstart. Auch wenn man sehr viel Erfahrungen aus dem damaligen Transport, der Zwischenlagerung, dem Bergtransport und der Errichtung sammeln konnte, wollte man nichts dem Zufall überlassen und die neuen Gegebenheiten gründlich studieren. Schlussendlich konnte das Projekt zur Zufriedenheit aller Beteiligten abgewickelt werden. Dank der Erfahrungen vom ersten Windpark, der präzisen Vorplanung, dem hochmotivierten und hochqualifizierten Personal und der guten Zusammenarbeit aller konnte dieses alpine Vorzeigeprojekt erfolgreich abgeschlossen werden. Einmal mehr hat sich gezeigt, dass die Kombination aus innovativer Technik und langjähriger Erfahrung die besten Zutaten für ein erfolgreiches Vorhaben sind.